Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Z, dem besten Spiel aus Dragon Ball und Pokémon in einem. Und wir sind in der Lost Cave, sind hier im Dunkeln, im Nebel, mit einem alten Mann und wir haben ein Baby bekommen. Das klingt alles zusammen so verdammt falsch und es gibt hier so viele Wege. Fangen wir mal oben an. Er ist schon wieder ein alter Mann. Das ist der gleiche. Okay, das hier ist also ein Labyrinth. Oh, ist denn richtig? Einmal rechts. Oh Gott, Leute, wir müssen jetzt den richtigen Weg finden, ne? Zweimal rechts war falsch. Einmal rechts. Einmal runter. Item. Max Elixier, okay. Also rechts runter war das. Jetzt gehen wir mal rechts. Hoch. Oh fuck. Nochmal hoch vielleicht? Rechts hoch, hoch war falsch. Oh Gott, ich hasse Labyrinthe. Rechts hoch. Wieder rechts. Falsch. Rechts. Aber hier kommen echt wenig Monster. Hoch. Links. Auch für den Arsch. Okay, dann mal runter. Was? Runter ist immer der Weg hier? Ich geh nochmal runter. Moment. Ja, runter bringt gar nichts. Mit einem Baby? Nein, kein Baby. Ein Bujin. Haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir schon. Auge nervt. Seh nix. Saurus. Okay, also runter bringt nichts. Und links? Auch nichts. Was? Rechts, rechts war ja auch nichts, ne? Nö. Hä? Rechts hoch, müssen wir jetzt zurückgehen? Wir sind ein Stück weiter. Wir sind ein Stück weiter. Oh Gott. Ich hasse Labyrinthe. Und hat die da Pokebälle in ihren Haaren? In einem Dragon Ball Spiel? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ein Chaozu. Unser Saru ist nochmal Half-Life. Half-Life 3 confirmed. Body Slam. Ja, hau weg. Das einzige, was Chaozu kann, ist süß aussehen und sich selbst in die Luft jagen. Dazu hat er jetzt aber keine Chance. Guldo. Hat die nur so merkwürdige Kämpfer? So kleine? Hat die ein Fable für kleine Kämpfer? Kommt jetzt noch ein kleiner Kämpfer? Ich kann es mir vorstellen. Bujin, ja. Die steht auf kleine Kämpfer. Das ist bei uns falsch, ne? Wir sind nämlich der Champ. Wir sind ein großer Kämpfer. Come baby, come baby. Ah ja, und danke Leute, ihr habt mir einen Kommentar geschrieben. Das macht wirklich Sinn, was ihr geschrieben habt. Also diese, es macht immer Sinn. Aber ich meine, Baby mit Vegeta fusionieren zum Beispiel könnte funktionieren. Und jetzt? Geh mal rechts, wollte ich sagen. Garlic? Ich dachte ja immer, das war so eine einmalige Sache, dass man ihn im Turm fangen kann. Aber jetzt haben wir ihn leider schon oft gesehen. Ist ein bisschen schade. Ah ja, wir können ja nicht fliegen, genau. Der Gegner ist richtig unlogisch, ne? Man kann nicht fliehen, das heißt, man muss ihn töten. Aber wer will freiwillig getötet werden? Gehen wir mal rechts. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Scheiße, rechts, hoch. Runter. Links. Auch falsch. Oh, Leute, rechts hoch. Ich versuche hier alles zu finden. Runter. Rechts war ja auch falsch. Jetzt geh nochmal runter. Ah, das war richtig. Rechts hoch, runter, runter. Und jetzt? Nochmal runter. Und rechts? Shenron's Cale. Hatten wir das nicht schon mal? Die Haut von Shenlong? Hat das nicht sowas ähnliches? Doch, Shenron's Cale. Genau, hatten wir schon mal. Okay. Rechts war das. Jetzt sind wir wieder da. Oh Gott. Ich weiß halt nicht, was uns hier erwarten kann. Ich gehe nochmal runter. Nein, auch falsch. Ich weiß auch nicht, ob es hier so Geheimnisse gibt überhaupt. Ne? Ob wir schon alles gefunden haben. Ne? Vielleicht haben wir auch schon alles gefunden. Wer weiß das schon, ne?
Oh Gott. Leute, das könnte ein bisschen dauern. Holt euch ein Bier. Sind wir jetzt schon nochmal runtergegangen? Dann kann man auch wieder hier hin. Das Problem ist halt echt, ich weiß nicht, ob wir nun schon alles haben. Das ist echt halt mein Problem jetzt. Renne ich hier ohne Grund weiter rum oder gibt es noch was? Wenn ich jetzt wieder raufgehe, wo komme ich gar nicht hin? Ein Godstone! Das hört sich verdammt gut an. Das hört sich ganz, ganz stark an. Es macht einen Saiyajin zum Super Saiyajin God. What the fuck? Kann man das nutzen bei einem von unseren? Nein. Leute, wir können einen Super Saiyajin God erschaffen. Scheiße, auf wen wende ich das denn an? Das sind so Items, die man sich kaum einsetzen traut. Alter, der Gottesstein. Leck mich am Arsch. Ich glaube, wir haben nun alles. Ich denke, wir haben alles. Ich denke, der Godstone war das Hauptitem hier. Denke ich mal. Es ist meine Vermutung. Leute, wen soll ich damit entwickeln? Haut's mal in die Kommentare. Wer bekommt von uns den Godstone? Wer wird zu einem Super Saiyajin God? Mega geil. Also, rote Haare ist immer geil. Also der Typ hier. Upsi. Na, egal. Bin ich reingesprungen. Ich überlege nur gerade, haben wir Insel 5 jetzt fertig eigentlich? Erstmal müssen wir die Aquas hier zerklatschen. Die kleinen Goldinis. Die Sonne scheint, Leute. Ich fresse einen Besen. Die Sonne scheint ein bisschen durch die Wolken. Sieht ganz cool aus. Bata, der schnellste der Galaxie. Aber wir sind der schnellste im Universum. Also. Das Headset bringt immer aus dem Ohr raus. Brauchen wir ein neues Headset, Leute? Ein neues Mini-Headset. Garlic 2. Unser letzter Bodyslam wird der letzte Bodyslam ihn töten können. Ja, das ist schön. gut EP. Und wir müssen auch Schutz einsetzen. Wie letztens, ich glaube, Evator richtig einen Kommentar geschrieben hat. Wir sind ohne Schutz in eine Höhle gegangen. Und zack, hatten wir schon ein Baby. Ja, hier kann man halt nur rumkämpfen. Aber bringt das was? Das ist halt die Frage. Hier in dem Blümchen will ich mal anquatschen. Nee, okay. Sind wir auf Insel 5 nun fertig? Dick. Freezer 4. Die will es wissen, ne? Jetzt haben wir aber keine Kampfattacke auf Osaru, die sehr effektiv ist gegen ihn. Doch haben wir Rock Smash. Aber ich glaube, es macht nicht so viel Schaden. Leute, ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Wen sollen wir den Godstone geben? Den göttlichen Super Saiyajin Stein. Und Level 57 für Osaru läuft bei uns. Da könnt ihr auch gerne mal was Neues lernen, ne? Perfect Cell? Was geht denn mit der ab? Die sind ja nur krasse Kämpfer. Und ich bin echt verwirrt, dass unser Osaru zuerst immer angreift. Er ist nicht schnell. Es ist ein fetter großer Werf. Mal Stärke einsetzen. Weg damit. Hau weg den Cell. Was soll der denn bitte machen gegen einen goldenen Werf? Und Kid Buu, ja. Die hat ein krasses Team. Respekt. Kid Buu zum Beispiel und Gohan kann man sicher auch fusionieren. Ne? Wir haben so viele Möglichkeiten hier. Wir müssen echt mal eine Fusionsfolge machen. Nur das Problem ist, das kostet verdammt viel Zeni, ne? Das ist verdammt teuer. Also wir müssen uns schon entscheiden, was genau wir machen. Aber Vegeta und Baby klingt mega interessant. Das würde ich gern noch diese Folge versuchen. Aber schade, das bringt ja alles nichts. Ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass wir hier fertig sind. Hier war die Lost Cave.
Water Labyrinth. Haben wir da noch was vergessen? Haben wir im Wasserlabyrinth alles gefunden? Boah, fuck. Haben wir im Wasserlabyrinth alles gefunden? Wir gehen mal kurz heilen. Boah, schwierig. Waren wir im Wasserlabyrinth überall? Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, Leute. Aber egal, wir lassen uns jetzt mal. Wir gehen jetzt mal zum Schiff. Behalten es im Hinterkopf. Insel Nummer 5, Wasserlabyrinth. Und wir gehen jetzt mal zurück. Von den Inseln runter. Und ich will echt versuchen, ne? Ich will echt versuchen, Baby und Vegeta zu fusionieren. Das will ich echt versuchen. So, Leute, ich habe nun Vegeta und Baby aus dem PC geholt. Und wir nehmen nun Baby dazu. Do you want to keep the first two moves? Ja. Wir nehmen Potara, kann es nicht sein. Maybe Special. First World Party as well as the... Geht mal nicht, okay. Dann versuchen wir noch die andere Fusion. Wir haben ja den ersten hier links, den Vegeta über mir. Da muss man den zweiten ja auswählen. Vielleicht war es die erste Fusion. Auch nicht. Ja, Potara kann es nicht sein. Muss unser Vegeta weiterentwickelt sein? Schade, ich hätte es jetzt gern geschafft, ne? Aber dann halt nicht, ne? Dann halt erstmal nicht. Ich setze wieder ab hier. Will jetzt auch nicht 3 Jahre rumprobieren, so dass wir hier nur Zeit verschwenden. Aber Baby und Vegeta müssen doch eigentlich funktionieren. Merkwürdig, merkwürdig. Schade, ne? Schade. Potara-Fusion kann es nicht sein. Sie tragen keine Ohrringe. Und meine Fresse, wo kommt die Sonne plötzlich so her? Ich bin so hell erleuchtet. Leute. Was soll denn der Scheiß jetzt? Wir haben Winter, Mann. Fliege jetzt mal wieder zurück in die Red Rim Base. Und fahren. Ich muss Tirolo runter tun. Fahren auf Insel Nummer 6. Immer schnell runter. Stimmt, wir können ja auch auf die... Oh Gott. Wir können ja auch schon auf die Aurora-Insel. Aber Leute, aber nein. Wir müssen uns beherrschen. Oder scheiß drauf, wir fliegen auf die Aurora. Scheiß drauf. Wir fahren auf die Aurora-Insel gucken. Ich will gucken. Birth Island. Oh. Oh. Oh, hier kann man was beschwören. Oh, 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 ich speichere mal. Uns fehlt sicher was. Uns fehlt sicher was. Uns fehlt sicher was. Hä? Ändert die Farbe. Guckt mal. Er wird rot. Warum wird er so rot? Wies! Level 70! Wir haben Wies gefunden! Scheiße! Boah, scheiße, wir haben Wiss gefunden. Miracle. Den werden wir jetzt nicht schaffen zu fangen, Level 70. Wiss. Wir machen überhaupt keinen Damage, aber paralysiert die Sau. Wiss, ey. Krass. Man guckt ihn euch an. Und wir machen überhaupt keinen Damage. Überhaupt nicht. Wir wechseln mal rüber. Auf einen Damage-Dealer.
Wies, ey. Was macht der eigentlich die ganze Zeit? Was macht der eigentlich? Was ist Miracle? Bis jetzt hat er noch nicht irgendwas gebracht. Okay, es könnte seine Verteidigung erhöhen, ne? Weil er kriegt ja kaum Damage. Das könnte es sein. Weil Level 66. Gogeta müsste ihn schon lange töten. Heal kann er auch noch. Ach du Scheiße, den kriegen wir ja niemals down. Das war ein Crit. Okay, scheiß drauf, Big Kamehameha. Komm. Nicht töten, Gogeta. Nicht töten. Es ist Whis. Scheiße. Wir müssen ja auch noch Shenlong fangen, Leute. Oh Gott, noch so viel zu fangen. Ey. Er heilt sich halt schon wieder, ne? Ich glaube, für den sind wir auf jeden Fall auch wieder mal zu low level, denn wir machen ja kaum Damage. Wie soll ich ihn denn fangen und schwächen, wenn wir kaum Damage machen? Aber wir haben fucking Whis gefunden. Kriegt die Tür nicht zu. Beerus dazu noch und ich bin happy, ne? Alter, heilt sich halt immer, ne? Ich will ihn ja nur ein bisschen runterschwächen und versuchen, ihn zu fangen. Wie soll ich das denn machen? Ne, er heilt sich aber. Ne. Ne, Leute. Das wird nichts, das wird nichts. Der ist so tanky, ey. Guckt euch an, das war das Big Kamehameha. Und er heilt sich wieder. Jetzt will ich mal wissen, wie viel Damage Stardust macht. Es interessiert ihn halt nicht, ne? Es interessiert ihn nicht. Leute, ne. Was, ich kann nicht weglaufen? Boah, Leute. Den schaffen wir jetzt nicht zu fangen. Ich will noch kurz versuchen, kann Gohan mehr machen? Kann Gohan mehr machen? Das ist miraculös, anscheinend ziemlich mächtig. Divinity, er macht halt so komische Sachen. Was sagt denn unser Gohan dazu? Auf jeden Fall mehr Damage als Gogeta. Wow! Gohan ist einfach unser krasser Typ. Natürlich kann ich jetzt den Meisterball drauf einsetzen, aber wir waren noch gar nicht beim Mewtwo. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wann ich mal den Meisterball einsetzen soll. Es gibt so viel. Das ist zu viel. Oh, der... Was? Das ist eine andere Fähigkeit. Die hat er noch nicht gemacht. Also unseren Gohan zerstört. Unseren Gohan. Willst du mich verarschen? Oder der Whis ist echt krass. Aber Whis ist auch einer der stärksten. Nur ob er ist ein fucking Engel. Er ist ein Engel. Es hat by the way dreimal gewackelt, ne? Aber ich glaube, das war jetzt echt nur Zufall. Jetzt wackelt es einmal. Oh, gar nicht. Noch besser. Jetzt heilt es sich wieder. Nein. Okay, gut. Solange es nicht heilt, kann ich ja weiter Bällchen werfen. Na? Das dreimal Wackeln war schon echt Glück, ne? Scheiße, Whis, ey. Also, Whis ist auf Birth Island. Das wissen wir. Dann müssen wir noch Shenlong mit den Dragon Balls beschwören und fangen. Was müssen wir noch machen? Wir haben Whis gefangen! Leck mich am Arsch!
Leute! Ich habe einen Level 70er Wiss gefangen. Das ist fucking krass. Engel sind die stärksten Leute. Also im Anime. Beerus ist nicht so stark wie Wiss. Das ist fucking krass. Ich muss schnell speichern. Alter. Alter, ich krieg die Tür nicht zu, ey. Scheiß Tür. What the fuck, ich hab Wiss gefangen. Ja, leck mich doch am Arsch. Leute, das ist geil. Gerne mal euren Hype in die Kommentare. Wir haben Wiss, Leute. Wir haben Wiss. Scheiße, dann, wir nehmen ihn mal mit ins Team, ne? Aus rein aus Prinzip. Aber wir gucken ihn mal an, beziehungsweise. Ich denke aber nicht, dass der eine Entwicklung haben wird. Macht keinen Sinn. Zu was soll er sich entwickeln? Leute, geil. Ich muss ihn angucken. Ich muss ihn angucken. Was machen diese Fähigkeiten? Ich will es nämlich wissen. Was machen diese Fähigkeiten? Was hat er da ganz da gemacht? Miracle. Ja, okay. Das habe ich gedacht. Er hat die Statusprobleme geheilt damit. Hier hat er... completely negative. Was? Ausweichen, heilen und... A blast of light. Never misses. Dieser Angriff trifft immer mit 200 Schaden. Und Wiss ist natürlich ein voll hardcore Psychotyp. Mega, mega geil. Ich muss mal da runtersetzen, damit ich ihn immer schön sehe hier rechts unten. Mitnehmen tun wir erstmal nicht. Leute, wie geil ist das denn? Wir haben den Wiss. Wir haben den fucking Level 70er Wiss gefangen. Jetzt müssen wir noch irgendwie Shenlong fangen, ne? Shenlong ist noch so eine Sache. Der muss auch noch gefangen werden. Boah, ey. Scheiß die Wand. Damit habe ich nicht gerechnet. Hoppla. Das hat die Folge jetzt schon krass gepusht. Aber Leute, jetzt wirklich, ne? Jetzt wirklich. Ab zur Insel Nummer 6. Sevilla, genau. Insel Nummer 6. Da. Oh Leute, wir haben Wiss. Krass, krass. Das ist einfach krass, Leute. So, was gibt's denn hier? Auf Insel Nummer 6. Wer bist du? Okay, es gibt hier nichts Spezielles auf der Insel, sagt er, aber es ist schön hier zu relaxen. Ruin Valley gibt's hier. Es gibt hier Ruinen, also. Ne, da ist schon wieder unser Rivale. Ja. Er will natürlich vor uns alle Pokémon fangen und bla bla bla. Und er ist der Beste und bla bla bla. Es gibt einen Affenschwanz, einen Ape-Tail. Es gibt ja, ich sag mal so, auf dieser Insel in den Ruinen werden wir, glaube ich, den Affenschwanz finden. Ich habe noch immer keine Ahnung, für was der Godstone da ist, ne? Der Godstone. Wir können mal Spaß hier reingehen. Und uns mal die Saiyajins rausholen. Einfach nur so zum Probieren. Kann man einfach so eine Basis-Saiyajin einen Godstein geben? Einfach so aus Fun. Einfach so aus Fun. Kann man das machen? Oder wenn das unser Gohan auch noch mit. So, kann einer von diesen einfach so den Godstone bekommen? Er anscheinend. Scheiße, soll ich Ultimate Gohan den Godstone geben? Das heißt, er ist für die Starter wahrscheinlich, ne? Dass beim Vegeta komplett fertig ist, könnte ich ihm wahrscheinlich auch den Godstone geben. Oder Goku. Boah, scheiße, Leute, Hilfe! Hilfe, was ist am sinnvollsten? Was ist am besten? Wer kriegt den Godstein von uns?
Ich weiß ja nicht mal, ob es nur einen im Spiel gibt. Das ist das große Problem immer. Beim Mondstein zum Beispiel, da weiß man ja, ja, es gibt mehrere davon, ne? Ist überhaupt kein Problem, den einzusetzen, ne? Passiert ja nichts. Findest ja neue. Oder Feuerstein, Wasserstein und so weiter, ne? Ist ja auch kein Problem. Aber Godstone klingt für mich halt schon ein bisschen hardcore, ne? Selten. Aber anscheinend, wenn er auch anwendbar ist auf unseren Ultimate Gohan, dann kann ich mir vorstellen, dass er halt für die ganzen Starter ist. Für Gohan, Goku und Vegeta. Und what the fuck, wen soll ich jetzt den Gottstein geben? Leute, haut's mal in die Kommentare. Wer von den dreien soll ihn bekommen? Oder einfach Gohan, weil wir Gohan-Fans sind. Ah, schwer, schwer. Okay, die reden nur über den Kaio hier. Waterpath, okay. Ist hier hinten noch was? Das sieht so verdächtig aus, ne? Ja. Lipperberry, okay. Boah. Ist okay. Und hier ist der Waterpath. Oh, Wiese, Leute. Wiese. Gras. Ne. Gohan, der nächste Starter, den man fangen kann. Geil. Das heißt, auf Insel 5 bekommt man Vegeta und Goku. Und auf Insel 6 bekommt man Gohan. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gibt es ja auch noch was, wenn man runtergeht? Nochmal Gohan. Der will es wissen, ne? Der will es wissen. Run an. Hier scheint es dazu in Ruinen zu gehen, glaube ich. Mountains around this part. Ja, ich glaube, wir gehen gerade zu den Ruinen. Aber ich hoffe, ich habe in der vorigen Lost Cave alles mitgenommen. Aber ich denke, der Gottstein war schon das Item dort. Kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich das einzige krasse Item war. Und dass dafür halt die Höhle war, ne? Da drinnen den Gottstein zu verstecken, macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Und Level 58? Ja, komm. Ja, sehr schön. Unser Tank muss auch leveln. Spopovic. Die sind halt so schwach in der Verteidigung, ne? tschüss. Ich finde das echt krass, dass es halt nach der Liga möglich ist, die neuen Starter, also alle Starter zu bekommen. Finde ich gut. Wo gehe ich hier hin, Leute? Ruin Valley. Okay. Was gibt's hier? Was gibt's hier in der Ruin... Was ist das? Sigma. Den Namen kenne ich. Den kenne ich woher. Den kenne ich woher. Woher kenne ich den denn? Den kenne ich auf jeden Fall. Woher kenne ich Sigma? Wird sicher ein Stahltyp sein hier, oder? Ja. Paralysiert? Perfekt. Jetzt machen wir nochmal Body Slam. Und dann müssten wir theoretisch direkt fallen können. Komm, Baby, komm, Baby. Nicht sterben, nicht sterben. Ja, perfekt. Paralysiert und wenig Leben. Das sieht gut aus. Den sollten wir mitnehmen können. Komm, 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 komm. Boah, ich kann es auch immer nicht fassen, dass wir Level 70er Whis gefangen haben. Einfach so. Einfach so. Und Sigma haben wir auch. Sehr schön. Nächster bitte. Leute, es geht hier so hart voran in unserem Let's Play. Dr. Miu hat ihn erschaffen. Mhm. Der gleiche, der ja auch Baby erschaffen hat, oder? War das nicht der gleiche Name? Was gibt's hier noch? Nochmal Sigma, okay. Brauchen wir nicht. 6 Level höher. Es ist immer so, ne? Ich fange etwas, dann gehe ich ein Stück weiter, kommt das gleiche nochmal, viele Level höher. Es gibt bis auf die Nerven. Hier unten scheint, also hier unten scheint dann zum Schieben sein. Oh, der nächste. Rilled. In den haben wir ja gekämpft in der Lost Cave. Den haben wir noch nicht. Ich versuche auch mal direkt einen Body Slam. Und ja, perfekt. Perfekt. Können wir auch jetzt nochmal Body Slammen und fangen. Wenn wir nicht den Critical Hit landen, was ich aber bezweifle. Perfekt. Perfekt. Und paralysiert. Leute, das ist so geil. Body Slam ist halt echt geil, um Cyborgs zu fangen. Finde ich irgendwie.
Weiß nicht, macht irgendwie Sinn. Paralysiert, macht nicht zu viel Damage. Und ist einfach geil. Ist einfach geil. Ja. Yes! Nächster neue, Leute, es läuft. Wir füllen unseren Pokédex. Scouter. Auch von Dr. Mio. Okay. Sein Körper ist aus Stahl. Haben wir gemerkt. Haben wir gemerkt, Leute. Aber wie es hier in den Ruinen auf Insel 6 weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Haut gerne in die Kommentare. Wen geben wir dem Gottstein? Wer soll zum Gott werden? Krasser Scheiß. Haut's mal rein, Leute. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Viel Spaß. Haut rein und ciao.